Hey Dave, sag mal, was würdest du mir eigentlich empfehlen? Den Core Ultra 3 oder den Core Ultra 9? Also ich würde sagen, wenn die Wäsche richtig schmutzig ist, dann auf jeden Fall den Core Ultra 9 bei 90 Grad. Jetzt neu, Core Ultra. Mit Core Ultra wird auch Ihre Wäsche endlich sauber. Ihr habt richtig gehört, das an Waschmittel erinnernde Ultra ist nun das neue hippe Suffix, wenn es um die Bezeichnung von Intel-Prozessoren geht. Auch Reddit und Twitter kocht eine hitzige Diskussion rund ums Thema Vollpreis bezahlen fürs Beta-Testen von PC-Spielen auf. Passend dazu wird auf Steam von den Usern der nächste AAA-Titel Redfall abgestraft. Kurz aufhorchen lässt Nvidia, denn die UVP der RTX 4080 und 4090 wurden gesenkt. Nachdem erste Einträge in der Benchmark-Datenbank des Echtzeitstrategiespiels Ashes of the Singularity bereits keine Zweifel mehr offen gelassen hatten, bestätigte Intel heute auch offiziell, dass mit der Einführung der kommenden Core-Prozessoren der Generation Meteor Lake auch eine Neuausrichtung der bekannten Nomenklatur einhergehen wird. Die Modellbezeichnung Core-i gehört der Vergangenheit an. Nachdem die Benchmark-Datenbank von Ashes of the Singularity zuvor einen bislang unbekannten Intel Core Ultra 5003H preisgegeben hatte, kam auch Intel nicht umher, die neue Namensschöpfung offiziell zu bestätigen. Die Neuausrichtung wird mit dem Release der vormals noch als Core i14000er-Serie gehandelten Prozessoren aus der kommenden Generation Meteor Lake vollzogen. Auf die entsprechenden Einträge hingewiesen, hatte als erster der Twitter-Nutzer Benchleaks. Kurz darauf bestätigte auch Bernard Fernandes, seines Zeichens Pressesprecher bei Intel, dass das Unternehmen die Namensänderung mit der Vorstellung der nächsten Prozessorgeneration vollziehen wird, ohne dabei aber ins Detail zu gehen. Die neue Produktbezeichnung Core Ultra wird damit noch im Laufe des Jahres auf Core, Core 2 und zuletzt Core i folgen und wie folgt aufgestellt sein. Die traditionsreichen Bezeichnungen Pentium und Celeron sollten zukünftig ohnehin mehr und mehr verschwinden. Weitere Details zur neuen Nomenklatur wird Intel aber erst mit dem Release der nächsten Generation offiziell bekannt geben. Im Desktop wird Intel dabei zweigleisig fahren und Meteor Lake ab 2024 durch Arrow Lake flankieren. Während ersterer nur bei bis zu 25 Watt bieten soll, soll letzterer mit Verlustleistungen von bis zu 125 Watt und mehr an den Start gehen. Auf Reddit und Twitter gab es die Tage leidenschaftliche Diskussionen. Das Thema? Vollpreistitel, die nicht am Tag 1 mit akzeptabler PC-Optimierung an den Start gehen. Mit über 40.000 Upvotes bei Reddit sorgt ein provokanter Beitrag mit dem Titel PC-Spiele im Jahr 2023 für Beta-Tests den vollen Preis zahlen für Aufsehen. Gezeigt werden bekannte PC-Spiele wie Forspoken, The Last of Us, Hogwarts Legacy, Wolong Fallen Dynasty und Star Wars Jedi Survivor, die broken at launch, also zum Release, kaputt sind. Fairerweise muss man sagen, dass es auch weitgehend positive Beispiele gab. Hogwarts Legacy zum Beispiel hatte zwar das eine oder andere technische Problem, allerdings drückte sich das nicht in mieser Zustimmung zum Beispiel auf Steam aus. Was man ebenfalls nicht ganz vergessen sollte, sind die weitgehend problemlosen Starts von Dead Space Remake, Hi-Fi Rush oder das Resident Evil 4 Remake. Auch Atomic Heart hatte seine Probleme, kommt aber in den Wertungen der User gut weg. Die Frage ist, warum erscheinen Vollpreis-PC-Spiele in diesem Zustand? Wie kann es sein, dass ein Publisher das Go gibt, wenn die Entwickler dem Anschein nach nicht bereit sind? Es gibt sicherlich viele Gründe dafür, angefangen mit wirtschaftlichen Zwängen durch börsenorientierte Unternehmen. Eine andere mögliche Erklärung liefert ein ehemaliger Entwickler bei Respawn, Del Walker, der noch bei Star Wars Jedi Survivor mitgewirkt hat, nun aber bei Naughty Dog arbeitet. Er stellt sich mutig der wütenden Meute und versucht zu erklären, warum ein Spiel ab einem bestimmten Zeitpunkt möglichst viele Spieler erreichen muss. Er merkt unter anderem an, dass bei der Spieleentwicklung für eine Konsole nur ein Satz von Treibern und Hardware berücksichtigt werden muss. Wenn man aber ein Spiel für den PC macht, macht man es für mehr als 900 mögliche Kombinationen. Weiter heißt es, ich verspreche Ihnen, dass es nicht an der Faulheit liegt. Es ist nur wirklich sehr, sehr schwierig, so Walker. Bei der Entwicklung kann ein Spiel demnach wirklich fertig aussehen und sich so anfühlen, bis man es für Millionen von Menschen freigibt. Es sei trotz der Mühe der Entwickler nicht einfach, wenn man es mit nicht standardisierten Plattformen zu tun hat. Vor allem, wenn man bedenkt, wie komplex und grafikintensiv moderne Videospiele sind. Hilfe bekommt Walker unter anderem von Jordan Moss, Entwickler bei Creative Assembly. Die viel geforderte Nichtveröffentlichung helfe niemandem, denn das sei genau die Art, wie man die Probleme behebt, indem man es für eine große Benutzerbasis freigibt und sich dann mit all den seltsamen Konfigurationen befasst, die die Leute besitzen und die Probleme verursachen. Walker ergänzt folgende Zahlen. Das Spiel kann intern auf 600 Computern reibungslos laufen, aber man weiß es einfach nicht genau, bis es veröffentlicht wird. Jetzt bedeuten 2% von 50.000 Leuten, dass man etwas sieht, was man nicht vorhergesehen hat. Und man muss Patches erstellen. Kann man zwischen diesen beiden Parteien aktuell sinnvoll vermitteln? Angesichts der hochkochenden Gefühle wohl kaum. Es scheint aber zunehmend schwieriger, komplexe PC-Spiele mit aufwendiger Grafik ohne größere Probleme zu veröffentlichen. Eine mögliche Alternative für die Zukunft ist der Weg,
den unter anderem Blizzard bei Diablo 4 beschreitet. Insgesamt gibt es 3 Beta-Tests, die Daten für die Entwickler liefern. Natürlich gibt es keine Garantie, dass am 6.6. alles glatt läuft, aber Blizzard kann nach den intensiven Beta-Runden zumindest nicht behaupten, dass man nicht genug PC-Kombinationen im Vorfeld prüfen konnte. Was denkt ihr? Schreibt uns eure Meinung zu diesem hitzigen Thema gerne in die Kommentare. Passend zur Diskussion und zum Mäusemelken. Auch Redfall reiht sich leider zu den Spielen ein, für die man bei 70 Euro tief in die Tasche greifen muss und zum Release dennoch nicht viel erwarten kann. Diesmal ist das allerdings nicht die Performance, an der es hapert. Der Unmut der Spieler bezieht sich im Großen und Ganzen auf den Inhalt des Spiels. Bei bislang über 400 Steam-Nutzerbewertungen fallen nur rund 29% positiv aus. Ähnlich sah es bei Star Wars Jedi Survivor aus. Da lag die Zustimmung anfangs nur bei 21%, was sich im Verlauf der Zeit nach und nach besserte. Das bleibt wohl auch für Redfall zu hoffen, welche im Vergleich zu Jedi Survivor deutlich weniger gleichzeitig Spieler auf Steam zu verzeichnen hat. Während der Star Wars-Titel konstant von Spielern in fünfstelliger Höhe gespielt wird, beim Maximum von fast 70.000, kommt Redfall aktuell nur über 2.000 Spieler mit dem Maximum von 6.000. Steam-Nutzer Sean spricht vielen Usern aus der Seele und bekam große Zustimmung von über 1.000 Nutzern. Sieht man von den Leistungsproblemen ab, ist dieses Spiel schlecht. Die KI ist erbärmlich, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die Steuerung ist schwerfällig. Die Grafik ist durchschnittlich. Die Spielewelt ist leer. Ich verstehe nicht, warum diese Firmen denken, sie könnten 70 Dollar für unfertigen Müll verlangen. Ich konnte nicht einmal eine Stunde dieses Spiel ertragen. In diese Kerbe schlagen auch andere Kommentatoren auf Steam. Es handelt sich also keinesfalls um eine Einzelmeinung. Zur Performance ist wie bei Seans Einschätzung auch Kritik angeklungen, wobei diese häufig zum Release von Spielen zu wünschen übrig lässt, was Entwickler dann mit Day-One-Patches und nachfolgenden Updates glatt zu bügeln versuchen. Während man bei Star Wars Jedi Survivor im Verlauf der Zeit eine Besserung der Steam-Bewertungen beobachten konnte, scheint dieser Trend bei Redfall vorerst nicht einzutreten. Ein aktueller Blick auf die Zahlen zeigt, dass sich daran nichts geändert hat. Weiterhin liegt die Zustimmung der Steam-Nutzer bei 30%. Ein herber Dämpfer für Arkane und Bethesda also. Wir fragen uns, was bei der Entwicklung schiefgelaufen ist, denn Arkane ist eigentlich für großartige Spiele bekannt, aber stets auch für holprige Techniken zum Start. Schauen wir mal, was die ersten Patches richten können. Ohne weitere Ankündigung hat Nvidia wie schon Mitte März die Preise für seine Referenzdesigns der RTX 40er-Serie mit Ausnahme der RTX 4070 in Europa gesenkt. Während die Preise in den USA auf dem Papier konstant bleiben, gibt es Nachlässe auch in Deutschland. Nvidia listet seine Founders Editions bekanntlich im hauseigenen Shop, also sind die Preise dort als aktuelle UVP zu sehen. Die Preisangaben im Nvidia-Shop sind allerdings dynamisch und passten sich zuletzt mehrfach an Wechselkursentwicklungen an. Nvidia behält die US-Preise damit konstant, nur die Europapreise sinken. Aktuell bekommt man für 1 Euro rund 1,10 US-Dollar. Eine offizielle Preissenkung wird Nvidia aller Erfahrung nach nicht verkünden. Die neuen Preise lauten nun 1.769 Euro für die RTX 4090 und 1.329 Euro für die RTX 4080. Da die RTX 4070 Ti ein reines Produkt der Nvidia-Partner ist, gibt es auch keine Founders Edition und damit auch keine neue UVP. Die erst vor kurzem veröffentlichte RTX 4070 erfährt keine UVP-Änderung. Zur Erinnerung, die RTX 4090 startete bei einem US-Preis von 1.599 US-Dollar für 1.949 Euro. Am 5.12.2022 ging es auf 1.859 Euro runter. Am 14.03. auf 1.819 und nun auf 1.769. Es ging also auf dem Papier 180 Euro runter mit der UVP für die Referenzdesigns. Die RTX 4080 startete dagegen mit einem US-Preis von 1.199 US-Dollar für 1.469 Euro, notierte am 5.12.22 für 1.399 Euro, am 14.03. bei 1.369 Euro, nun bei 1.329 Euro. Insgesamt ging es 140 Euro runter. Beide RTX 40er Grafikkarten sind gegenüber der Original-UVP gut 10% günstiger geworden. Wie schon im März ist der Markt schneller, sodass die UVP den Straßenpreisen hinterherrennen. Aktuell bekommt man die günstigen Karten mit RTX 4090 schon unter 1.650 Euro, also gut 110 Euro unter der UVP. So gibt es die Palette RTX 4090 GameRock für 1.694 Euro bei Mindfactory. Die Straßenpreise für RTX 4080 liegen ebenfalls unter der UVP. So bietet Mindfactory aktuell die Palette RTX 4080 Gaming Pro für 1.189 Euro an. Das sind sogar 140 Euro weniger als die Nvidia UVP. Man sieht also, die Straßenpreise sind schon längst weiter als die UVP. Und Preissenkungen gibt es nicht nur bei GeForce, sondern auch bei Radeon-Grafikkarten. Die RX 6800 XT startet aktuell bei 559 Euro. Die RX 6900 XT beginnt bei 619 Euro. Und damit enden auch wieder die PCGH-News. Lasst es euch gut gehen und uns am besten einen Daumen da. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bye!